Ja, Mel, meine lieben Haterchens, da bin ich wieder, euer Mad Dog. Will und willkommen auf dem wohl Kanal auf ganz YouTube, weit und breit. Und heute werde ich mich, verspreche euch, so richtig in Reini verbeißen und mich im Ton vergreifen, weil ich habe hier, ja, einen ganz speziellen Discord-Leak, der einfach auf meinen Kanal, wie ich finde, gehört. Ich habe noch mehrere Videos die Tage jetzt aufgenommen, weil ich habe euch über eine Woche jetzt, wie ich finde, im Stich gelassen. Das muss ich natürlich nachholen. Ja. Somit kriegt ihr natürlich jetzt auch hier ein bisschen was von mir. Ja. Ja. Und ich habe auch, wie dem guten Rocksau versprochen, der das eine Video gemacht, das echt sehr gut ist und das wirklich ein bisschen durch die Welt weitergereicht werden muss, habe ich euch jetzt hier oben rechts eine Infokarte rein, wo ihr draufklicken könnt. Und wenn ihr irgendjemanden habt, der das noch nicht kennt, zeigt dem das bitte weiter. Ist wichtig, denn es ist wirklich gut, wie versprochen. Ja, was haben wir eigentlich hier? Was mache ich hier? Und zwar geht es hier, wie schon jetzt kurz gesagt, um Maxl. Na klar, es ist auch andere Sachen dabei, wie die Oma und so weiter. Aber er spricht hier, wie ich finde, ein bisschen offener, was sein muss, manchmal, damit ich meinen Spaß daran habe. Obwohl dieser Leak nicht unbedingt Spaß für mich ist, sondern ich muss hier wirklich aufpassen, nicht zu schlimme Dinge zu sagen. Denn das wird hart und anstrengend. Aber der Leak gehört nun mal auf meinen Kanal wie Fenster in den Rahmen oder Dächer auf die Bulldog-Halle, nicht in die Bulldog-Halle. Ja, dann, meine lieben Freunde, quatschen wir nicht länger rum. Wir beginnen. Der Anfang ist ein bisschen nur Geplänkel hier, ne, auf dem Leak, aber das macht nichts. Wir fangen bei der Oma an. Wo er bei der Oma erzählt. Es ist spannend genug. Glaubt mir das, es ist wirklich spannend genug. Und ja, da legen wir los, meine lieben Freunde. Ich muss mich da ein bisschen mental drauf vorbereiten. Hab auch meinen Kaffee hier am Start. Und deswegen geht's auch gleich mal a weng los. Ja, bevor ich anfange, ich muss euch sagen, ich habe ja deswegen auch nichts gemacht, weil ganz offen, ne, wenn ich auf Pause gedrückt hätte, ich war so eloquentisch, ja, dass ich, wenn ich auf Pause gedrückt hätte oder habe, weil ich habe es ein paar Mal ausprobiert, hätte sich das Ganze so angehört. Und das wollte ich euch nicht antun. Von daher hatte das überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich konnte einfach nicht. Und ja, sowas will ich nicht. Sowas, nee, das braucht ihr nicht. Von daher ist es jetzt wieder besser. Ja, ich kann wieder reden. Von daher, was soll's? Machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben, meine lieben Freunde. Und jetzt wünsche ich euch und mir viel Spaß bei dem Ding. Aber ich muss es machen. Es gehört einfach hierher. Und daher rein ins Wasserbein. Was ich ihm tun konnte. Ja. Ne? Und ich habe es halt so bereut, dass ich da nicht am Tag vorher hingefahren bin, weil ich wollte ja an dem Tag, vor allem, ich hatte es sogar, als ich aufgestanden bin, noch geplant, ne, dass ich jetzt frühstücke und dann reinfahre. Also ich wäre sowieso eine Stunde später oder was reingefahren. Na. Am Ende war es dann so, dass meine Mutter in dem darauffolgenden Monat kaum zu Hause war. Die ist auf Arbeit gefahren, wenn sie denn mal gearbeitet hat. Meistens hat sie sich krank schreiben lassen. Das ist das Geile daran. Hat dann auch relativ schnell ihren Job verloren, logischerweise. Reini, prinzipiell mal, wenigstens hatte sie einen Grund, sich krank schreiben zu lassen.
Bei dir ist es völlig egal, ob du dich krank schreiben lässt oder nicht. Du hättest damit nichts zu tun. Weil es stört dich eh nicht. Du bist eh seit Jahren am Nichtstun. Und nein, das, was du hier ins Netz rotzt, hat mit Arbeit nichts zu tun. Warum auch arbeiten? Mein Vater war ja nicht mehr da. Warum sollte man also arbeiten gehen? Es ist der Hauptverdiener der Familie ist weg. Es gibt niemanden außer mir, der richtig Geld verdient und arbeitet. Also warum sollte man arbeiten gehen? Ne? Er ist der Einzige, der hier arbeitet. Sieht man. Es ist nicht zu fassen, wie jemand sich so lange, über Jahre hinweg, einreden kann, er wäre der Einzige, der arbeitet und arbeitet dabei, aber rein gar nichts. Vergisst den Wochentag, in dem er gerade lebt. Wenn der sagt Montag, würde ich auf den Kalender gucken. Ist einfach so. Oder guten Morgen, dann schaue ich auf die Uhr. Das ist... Geh mir nicht schon nach den ersten paar Minuten auf den Zeiger. Das gibt dir keinen Sinn. Außerdem ist meine kranke Großmutter zu Hause gewesen, die Mutter von meinem Vater. Die war in diesem Zimmer, in dem ich jetzt bin. Hatte ja, das war ja ursprünglich mal ihre Küche, aber zu dem Zeitpunkt war halt hier drinnen ein Bett, ein Tisch, ein Schrank und das Waschbecken, das hier drinnen ist. Und da ist jeden Tag eine Pflegerin gekommen, hat sich um die Oma gekümmert. Und meine Mutter hat sich nicht drum gekümmert. Rein, wieso sollte sie auch? Es ist ja nicht ihre Mutter. Das ist mehr dein Job als der Job deiner Mutter. Ob es dir passt oder nicht. Ich musste mich dann darum kümmern, dass ich meine Oma in ein Pflegeheim bringen konnte. Da muss ich dazu sagen, dass mir die Pflegerinnen, die Schwestern, sehr viel geholfen haben. Rechne ich denen bis heute hoch an, weil die haben sich da um vieles selber gekümmert. Meine Mutter ist ja irgendwann einfach nicht mehr heimgekommen. Ich bin dann trotz besseren Gewissens und Wissens bin ich dann nach Wacken gefahren und ich habe zu meiner Mutter gesagt, die hat zu dem Zeitpunkt übrigens schon einmal zu Hause gepennt, mein Vater war gerade mal einen halben Monat tot und die hat schon einmal zu Hause gepennt, das musst du dir mal vorstellen. Und ich bin dann zu meiner Mutter persönlich, obwohl ich mich dafür gehasst habe, ich bin dann dahin gefahren, zu denen hin, wo ich da am meisten Abscheu vor denen habe und habe zu ihr gesagt, pass auf, ich, weil der Vater mich darum gebeten hat, das trotzdem zu machen, werde auf Wacken fahren. Ich werde da hinfahren, ich bin 3 Tage lang nicht zu Hause. Ich kann mich also nicht um die Großmutter kümmern, ich kann ihr nichts zu essen hinstellen, ich kann ihr nichts zu trinken hinstellen, ich kann den Schwestern keine Anweisungen geben. Anweisungen geben, das ist dein Hobby, gell? Das hast du gerne gemacht. Das ist das Einzige, was du vermisst hast, während du nach Wacken gefahren bist. Und wäre ich die Ritter gewesen, hätte ich gesagt, nö, ich kümmere mich nicht drum, nur damit du nach Wacken kannst. Mach das gefälligst selbst, das ist deine Oma. Ist so, im Endeffekt ist es sein Job, meine lieben Freunde, es ist sein Job. Und man wälzt es nicht auf andere ab. Dann hätte er sich darum kümmern müssen, wenn er schon fährt, dann hätte er sich darum kümmern müssen, da jemanden zu finden, der sich darum kümmert. Und es ist nicht die Mutter, eher noch die Schwester. So. Die Schwestern wussten bereits davon, weil ich mit denen schon ein paar Mal vorher gesprochen habe, weil es sind 3, 4 verschiedene gewesen. Ich habe mit jeder davon einzeln gesprochen gehabt. Das habe ich mit 20, habe ich das alleine gemacht, mit allem drum und dran, weißt du? Weil eigentlich ist das meine Mutter Aufgabe und so. Vor allem, weil meine Mutter als eingetragene Pflegerin für die Oma da ist, ne? Am Ende war es dann so, dass meine Mutter laut den Nachbarn ein einziges Mal da war, soweit ich weiß, und dann hat sie irgendwie bloß Klamotten für sich selber geholt und das war's. Boah. Macht man ja auch so. Man holt die Sachen halt ab. Was noch drin ist, was da nicht reingehört. Das nimmt man mit. Ist jetzt nichts Verwerfliches dran, wie ich finde. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, meine Oma, das musst du Folgendes.
Meine Oma konnte nicht alleine aufstehen, sie konnte nicht alleine ins Bett gehen, sie konnte nicht alleine essen oder trinken. Die Schwestern sind frühs gekommen und abends gekommen und weil ich sie darum gebeten habe, haben sie auch mittags mal kurz vorbeigeschaut. Das heißt, die sind hergefahren. Also prinzipiell muss ich euch eines dazu sagen. Ja, wenn, und ich glaube, ich könnte das auch nicht, weil ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ich bin ja kein Profi, der ausgebildet ist, sich darum zu kümmern. Ich hätte sie höchstwahrscheinlich auch in ein betreutes Wohnen gegeben, wo man sich drum kümmert. Dann besuche ich sie halt. Ja, und mache da, was ich kann. Macht man so. Aber nee. Für Reini war wichtiger, andere den Auftrag zu geben und dann nach Wacken zu fahren. Anstatt selber sich drum zu kümmern, ich wiederhole, während ich weg bin, da jemanden zu finden. Nö. Ich halte das einfach mal anderen auf, weil ich will's weg. Nee, macht man so nicht. Haben die, sind hergefahren, haben die raus, haben sie gewaschen, haben sie gewickelt, haben mir was zu essen hingestellt und sind dann gefahren. Sind dann mittags gekommen, bis in der Zeit war die Oma die ganze Zeit da gestanden, haben sie nochmal gewickelt, wenn nötig, haben nochmal geschaut und keine Ahnung, haben sie dann ins Bett gelegt, sind wieder gefahren und abends sind sie gekommen und haben sich hingesetzt und haben mit ihr dann gewartet, bis sie gegessen hat. Und haben sie dann rein ins Bett. Hätten die das nicht gemacht, wäre die Oma die ganze Nacht außen gesessen. Ne? Alter Schäden. Ganz genau. Dann ging es weiter. Wir haben einen Hund gehabt, damals. Der war im Zwinger, kam nicht raus und gar nichts. Ja, ein Tier, das nicht rauskommt. Ein Karnivore, ein Jäger, der nicht aus seinem Zwinger raus darf. Was ist das? Das regt mich auf. Leute, wir sind gerade mal 3 Minuten hier drin und sind... Nee. So. Es gab eine von den Pflegerinnen, die Susanne, die mochte der Maxl. Soweit ich informiert bin, hat sie ihm ab und zu mal was zu futtern hin. Ja, weil du es nicht gemacht hast. Du hast ihm nichts zu futtern hin. Und wisst ihr, was noch passiert ist? Dadurch, dass er nie rausgekommen ist, ja, jetzt, pass auf, jetzt spinnen wir die Sache mal ein bisschen zu Ende. Dadurch, dass er nicht rausgekommen ist, musste er ja trotzdem sein Geschäft machen. Was glaubt ihr nach diesen Haufen Tagen und mehreren Tagen, in denen er nicht rausgekommen ist, in was er geschlafen hat? Weil dieses faule Stück hier es nicht geschafft hat, sich um so ein Tier zu kümmern. Und ich sage euch auch warum. Erster Punkt, zu faul. Zweiter Punkt, er macht sich vor allen Hunden, die es gibt, die ihm nur ein bisschen schon über den Knöchel gewachsen sind, in die Hose vor Angst. Da kriege ich noch mehr Ding, Wut. Du willst richtig mit. Die Pflegerin, die für die Oma zuständig ist, hat dem Hund was zu fressen gegeben. Ab und zu ist der Alex mal gekommen, soweit ich weiß, und hat dem Hund was zu essen gegeben. Ja, aber wenn ich das nicht gemacht habe, hat es keiner gemacht. Und es war aber nicht mein Hund. Ich wollte den damals so gar nicht. Mein Vater hat damals auch sich noch beschwert. Der war aber da, die ziemlich lange Zeit. Und keiner von euch hat ihn in irgendein Tierheim gegeben. Da mussten sich auch andere drum kümmern. Weil ihr mit diesem Tier nicht klargekommen seid. Junge. Über den Hund, wie die Mutter den her hat. Und hat sogar noch wortwörtlich gesagt, okay, wir können einen Hund her tun, aber halt nicht den, sondern halt einen anderen. Ein Hund, der halt auch weiß, wie er sich zu benehmen hat und alles. Weil der ein Hund, der sich weiß, wie er sich zu benehmen hat. Ob dieser Mensch, das sieht man, wie viel Ahnung der von Hunden hat, nämlich gar nicht, dass man sich um so einen Hund zu kümmern hat und zu erziehen hat. Dann weiß er, wie er sich zu verhalten hat. Aber ich krieg...
Dieser Mensch, ich krieg einfach keine fertige Arbeit. Das geht nicht. Fertige Arbeit? Uiuiui, da habe ich jetzt aber einen reingefränkelt. Ich wusste das anfangs halt nicht. Ist er dann richtig erzogen worden und keine Ahnung? Ja, wenn ich mir die Arbeit nicht mache, meinen Hund erziehe, natürlich wird's nix. Und das musst du dir auch an die Nase packen. An die Nase greifen. Nase greifen, ja. Ist so. Ihr wisst, was ich meine. Du Spackne. Aber ja, dann ist es halt nicht dazu gekommen. Am Ende war es dann so, dass ich alleine auf verlorenen Posten stand. Ursprünglich dachte ich, ich habe mit dem Vater Glück und so. Aber nö, da hat sich dann auch gegen mich gestellt, wie es halt meistens so war. Ja, und am Ende war es dann halt das so, dass ich dann die Oma in die Pflege habe, weil ich war 2021 damals. Oder warte, 2011, ja, 21 war ich da. 21, 22 war ich da. 21, 20 war er da. Reiner und Zahlen wieder, verstehst? Ja. Und dann habe ich die Oma in die Pflege, da haben mir die Schwestern geholfen, habe dann den Hund in der, da hat mir meine Nachbarin geholfen in der Hundeheim. Dann hatte ich noch Hühner, Tauben. Ja. Sagt er, aber gekümmert drum, haben sich andere, dass das passiert. Er dreht es nur so wieder, wie er es haben muss. Nee. Das mussten andere machen, ihnen ins Tierheim geben. Boah, was muss das für ein Leben gewesen sein? He? Heute sage ich da nur, Ruhe in Frieden, Maxl. Hoffentlich hat er seinen Tod besser. Das Leben war ja schon eine einzige Scheiße für dieses arme Tier. Viele sagen immer und reden immer über Pferd Blue. Natürlich ist es auch ein Kackleben von diesem Pferd. Aber dieses Pferd hat es nicht so schlimm wie dieser Hund, wie ich finde. Dieser Hund war in seinem Zwinger eingesperrt. Tage, Nächte und was weiß ich, wie lange, ohne mal rauszukommen. Weil sich dieses Ding hier vor Angst in die Hose gemacht hat und zu faul natürlich dazu war, weil alle anderen Dinge wichtiger gewesen sind. Und dieser Hund bekam nur selten zu fressen. Wer weiß von Saufen, was wichtiger ist, wie oft er da was hatte, davon möchte ich gar nicht reden. Und dann dieses seltene Rauskommen. Leute, ein Hund macht eigentlich nicht gerne in sein eigenes Nest. Dieser Hund hatte aber keine andere Wahl. Ich will nicht wissen, wie das da drin gestunken haben muss und wie dieses Tier vor Ekel in seinen eigenen Exkrementen pennen musste. Ich kotze hier ins Essen. Verflixt! Und Katzen? Um die Katze habe ich mich selber gekümmert, weil es war meine Katze. Die ist aber irgendwann nicht mehr nach Hause gekommen. Ich weiß bis heute nicht, was mit der passiert ist. Und die Hühner halt nebenbei gefüttert, bin dann auch immer hin und hab Hühnerfutter gekauft und alles, was weiß ich. Ja. Und jetzt kommt die höchste Pointe von allem. Ich hab dir ja schon eine spezielle Pointe versprochen in Bezug auf den Freund von meiner Schwester. Also pass auf. Mein Vater hat für meine Schwester, als sie geboren wurde, das hat vielleicht dein Vater auch gemacht, ich weiß es nicht, eine sogenannte Aussteuerversicherung gemacht. Das kann man machen für Mädchen, wenn die heiraten, weil der Sohn im Normalfall ja das Haus und das Grundstück bekommt. Ja, im Normalfall. Junge, dieses altmodische Denken, das ist so 50er. Obwohl der Ende der 80er geboren worden ist, hat er ein Denken wie die 50er. Von wem brauchen wir ja nicht drüber reden? Der hat sich das einfach abgeguckt. Und dadurch, dass er sich 10 Jahre in der Schanze verschanzt hat, hat er natürlich nichts dazugelernt, dass sich die Welt geändert hat in dieser Zeit. Ist es dann so, dass die Tochter, wenn heiratet, quasi Geld bekommt, damit sie was in ihrer Ehe mitnehmen kann? Ja. Und meistens nimmt sie dann noch die Hälfte des Haushalts oder so mit, den sie von der Mutter kriegt. Zumindest war es früher so. Mhm. Und das heutzutage gibt es, genau, und heutzutage gibt es ja die sogenannte, hab ich den Namen vergessen, Mitgiftssteuer, Versicherung oder irgendwie sowas halt. Sagt man umgangssprachlich so, ja. Irgendwie so.
Und weißt du, was damit passiert ist? Das hätte eigentlich nur meine Schwester auflösen können, vor allem weil sie über 18 war. Wenn sie heiratet. Ha. Guter Witz. Meine Mutter, kurz nachdem mein Vater gestorben ist, ist meine Mutter dahin, hat es aufgelöst und hat das Geld genommen. Weißt du, was sie mit dem Geld angestellt hat? Nee. Das Geld ist ja eigentlich für eine Hochzeit. Das ist auch in Ordnung. So war es auch. Oh nein. Meine Mutter hat die Kohle genommen, um die Hochzeit von dem Sohn zu bezahlen, der Ex-Freund meiner Schwester ist. Geiler Witz, oder? Alter Schwede. Das Geile ist, ich habe erst ein halbes Jahr später davon erfahren. Hätte ich das früher erfahren, wäre ich vorher zum Muck gegangen, so heißt der Versicherungsvertreter, und hätte gesagt, ey, pass mal auf, meine Schwester ist über 18, meine Mutter hat absolut kein Recht, das irgendwie anzufassen. Sorge ich mal dafür, dass das gesperrt wird, bevor da irgendwie da mit der Kohle was passiert. Ja. Aber meine Schwester hat mir das erst ein halbes Jahr später gestanden. Da muss man sagen, das wäre heutzutage nicht mehr gegangen, aus eben Datenschutzgründen, die damals noch nicht so verfestigt waren wie heute. Heute wird allerhand Sachen gefragt und dann im Nachhinein gerne gesagt, nee, das geht nicht, da brauchen wir erst die und die Unterlagen dazu, dann können wir das machen. So heißt es heutzutage eben oft. Dass das natürlich nicht die feine Englische war, brauchen wir, glaube ich, alle nicht unbedingt drüber zu reden. Es schmerzt mich, gerade in diesem League schmerzt es mich, aber hier hat unser Reini nicht unbedingt Unrecht. Und ich kotze, dass ich es sagen muss. Hat deine Habe ich Schwester gesagt. denn überhaupt noch Kontakt gehabt zu deiner Mutter? Ja und nein. Meine Mutter ist ja fast 1,5 Jahre mit dem Mischer mitgefahren. Oder hat ihm im LKW mitgefahren. Der ist ja LKW-Fahrer gewesen. Der war ja immer unterwegs eigentlich. Und ist dann immer mit ihm rumgefahren. Und jetzt pass auf. Die hat einen Hund hier gehabt, ne? In Maxl. Und als die mit dem unterwegs war, hat die irgendwo in Griechenland einen Hund aufgelesen. Und mitgenommen. Das heißt, die hatte einen Hund hier, um den sie sich nicht gekümmert hat, Toten Hund muss sein, ja. hat dann einen zweiten Hund mit dabei gehabt immer und hat es dann immer im LKW dabei gehabt. Jetzt ist es hier in solchen Fällen meistens so, dass wenn du einen ersten Hund hast, den schon versaut hast quasi, ja, da wirklich schon Hopfen und Malz verloren gegangen ist. Und viele denken ja dann, dann wird es für beide leichter, weil die dann jemanden haben. Aber wisst ihr, was ich jetzt schon oft erlebt habe, dass das, wenn man sich mit dem ersten Hund verscherzt, und ich hole mir noch einen zweiten dazu, macht das Ganze eher noch schlimmer, weil du dir dann mit beiden verscherzt. Du veränderst dich nicht, ja, und kümmerst dich dann drum, nur weil du einen zweiten hast. Das macht im Endeffekt einfach alles nur noch schlimmer, weil du hast dann das Problem dir doppelt angeschafft. Und das ist, was viele nicht in ihren Schädel kriegen. Und hier hatte in diesem Fall auch hier Rudi recht, genau sich solche Sachen nicht anzuschaffen. Der wusste hier wahrscheinlich wieder, was Sache ist, wenn das passiert. Und er wusste auch, dass er selber wahrscheinlich von Hunden überhaupt keine Ahnung hat und es deswegen nicht machen möchte. What the fuck? Ich konnte die Beweggründe konnte ich nicht nachvollziehen. Ich meine, der Maxl ist ein ganzes Stück größer als die Leila gewesen, aber die konnte sich ja schon. Und du hast dir deswegen ein ganzes Stück mehr in die Hose gemacht, deswegen. Meine Mutter kann sich nicht mal um sich selbst kümmern. Dann wissen wir ja, woher du es hast. Weil du kannst es auch nicht. Und wenn man die Zeiten so ansieht von damals, seitdem 2011 Rudi gestorben ist, bis jetzt, sieht man das ganz deutlich. Denn du hast dir in all diesen Jahren nichts als Ärger eingebrockt. Du dir selbst. Ich weiß, du hörst mir wahrscheinlich eh nicht zu, aber das ist die Wahrheit. So ist es. Meine Mutter kann sich nicht um sich selber kümmern.
Und dann kommt sie aber mit so einem Scheiß daher. Weißt du, da denke ich mir auch so jedes Mal. Und das Pferd, hat sich die letzten Jahre dann meine Nachbarin gekümmert. Meine Mutter hat keinen Handschlag dafür getan. Es zieht sich dann natürlich auch wie so ein Faden. Ne? Dass, wenn ich mich um das eine nicht kümmere, wieso sollte ich mich dann auch um das andere kümmern? Ich tue es sowieso nicht. Für diese Familie mussten sich allerhand andere Menschen kümmern, die sich dann noch die Zeit nehmen mussten, die ihnen übrig geblieben ist, um sich um die Familie Winkler zu kümmern. Es ist ein starkes Stück, wirklich wahr. Gott sei Dank ist Emskirchen davon endlich befreit. Ja, und wie ich neulich im Stream schon gesagt habe, oder gestern sogar, meine Mutter war nicht ein einziges Mal, soweit ich weiß, auf dem Grab meines Vaters, seit er gestorben ist. Das einzige Mal, wo sie da war, soweit ich informiert bin, ist an der Beerdigung selbst. Und ich bin jedes Jahr mehrfach da, dieses Jahr noch nicht so oft, wie ich gerne gewollt hätte. Ich bin jedes Jahr mehrfach da. Wieso sollte sie auch? Ich gehe davon aus, wenn es so am Ende, kurz vor seinem Tod, schon so ausgeartet ist, Medrida, dann wieso sollte sie da hin? Menschen, die vorhaben, sich zu trennen, und ich bin mir sicher, sie hatte das schon vorher im Kopf. Ja, dann ist es in dem Fall nun mal so, dass du dann nicht mehr hingehst, weil du hast gedanklich schon abgeschlossen. Viele sagen immer, aber das ist jetzt nur meine Theorie, aber die klingt für mich logischer, wie das auf irgendein Geschlecht zu schieben, was ich euch jetzt sage. Es heißt ja oft, Frauen trennen sich leichter oder von vielen auch Männer trennen sich oder haben nicht so viel Trennungsschmerz wie das andere Geschlecht. Leute, meine Theorie ist hier einfach, jemand, der sich trennen will, völlig egal, ob männlich oder weiblich, es ist völlig egal. Jemand, der sich trennen möchte, hat weit vorher schon die Möglichkeit, sich geistig damit auseinanderzusetzen, während der andere Teil der Beziehung denkt, hier ist noch alles in Ordnung. Das heißt, derjenige, der sich von dem Partner trennen möchte, hat schon längere Zeit, sich damit abzufinden. Und logischerweise hat dann dieser Mensch auch mit der Trennung einfacher. Es ist völlig egal, welches Geschlecht. Ist zumindest meine Theorie und die klingt plausibler, wie wenn ich jetzt einfach in den Wald werfe. Frauen haben nicht so Trennungsschmerzen. Männer haben nicht so Trennungsschmerzen. Das ist, in meinen Augen ist das Quatsch. Schau, dass das Grab gut aussieht, mach hier mal ein bisschen was, da ein bisschen was, gieß ein bisschen was. Meistens macht auch meine Nachbarin ein bisschen was am Grab, aber natürlich kriegt sie dafür Geld von mir. Na, wenn sie da Blumen hin. Von welchem Geld? Hä? Das war noch zu Zeiten, da hattest du kein Geld. Oder nicht viel. Wobei wir jetzt hier klarstellen müssen, das ist noch, er spricht jetzt hier von einer Zeit vor Judup. Macht und so weiter. Dieses Jahr habe ich ja gesagt, ich soll ein paar Blumen hinmachen. Das Geld hat sie von mir bekommen, weil ich halt nicht hin konnte wegen den Idioten, weil es am Wochenende war das Jahr. Aber ich habe ihm jedes Jahr, bis dieses Jahr, eine weiße oder eine schwarze Rose gebracht. Jedes Jahr. Genau. Und das habe ich jedes Jahr gemacht. Und das Einzige, was ich weiß, was meine Mutter... Leute, ich war... Mal so einen kleinen Fun-Fact. Ich war mal an Rudis Grab. Und nein, meine lieben Freunde, ich habe es nicht berührt. Ich habe es nicht angefasst. Ich habe es mir nur angesehen. Da war keine Rose. Er spricht hier vom Paulanergarten. Oder das ist eine Geschichte aus dem Paulanergarten. Was meine Schwester in den letzten Jahren für meinen Vater gemacht haben, ist, dass die den Grabstein hingemacht haben. Weil. Und nein, ich stand nie vorm Tor, falls sich das jetzt einer fragt. Und ich habe auch nie am Tor gerüttelt. Normalerweise ist es ja Holzgrab mit einer Holzeinfassung, wobei die Einfassung nicht zwangsläufig immer ist.
Und das wird ja irgendwann weggemacht. Und dann kommt dann irgendwann ja der Grabstein hin. Und es war jahrelang so. Und ich konnte mich dann nicht drum kümmern, weil ich hatte keine Informationen, keine Daten und gar nichts. Und meine Mutter hat mir das nicht gegeben. Also konnte ich mich nicht drum kümmern. Irgendwann sind die dann zu meiner Mutter gekommen, von, muss man mir vorstellen, die Leute von vom Friedhof selber, ja, die sich darum kümmern, sind zu meiner Mutter und haben bei der da gesagt, pass auf, es ist jetzt so lange und so lange her, du musst da jetzt dafür sorgen, dass da der Grabstein hinkommt. Der ist aber noch nicht graviert gewesen und nichts. Jetzt hat sich meine Mutter nicht darum kümmern können. Jetzt hat sie schauen müssen, wie sie den gravieren lässt. Dann hat sie ihn aber irgendwann doch geschafft zu gravieren. Ja, und jetzt steht der Grabstein da. Und das ist das Einzige, was ich weiß, dass er gemacht hat. In den letzten. Wisst ihr, was ihm hier nicht auffällt? Ja? Aber er erzählt auch immer, das ist wahrscheinlich unabsichtlich, aber es fällt mir halt nun mal gerade auf, er erzählt tatsächlich nur, was andere gemacht haben. Er kommt gar nicht dazu, irgendwas zu erzählen, das er gemacht hat. Wie auch, er tut ja nichts. Und es fällt mir gerade sehr deutlich auf, dass er davon erzählt, nur davon erzählt, was andere getan haben. Letzten Jahren. Ja, musst auf jeden Fall selbst entscheiden, ob das gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist. Das weiß jeder für sich selber. Aber ja, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mit meiner Mutter nichts zu tun haben will. Kann ich verstehen. Es kommt aber noch eine weitere Pointe. Nur Die Geschichte der Poenten. erinnerst dich, dass ich gesagt habe, einer meiner damaligen besten Freunde kam mit, als ich ihn angerufen habe, wegen meinem Vater und so. So, meine Schwester hat irgendwann einen Typen kennengelernt. Wir hatten uns in den Jahren, nachdem mein Vater gestorben war, oder unser Vater gestorben war, ein bisschen angenähert, obwohl wir uns vorher nicht so gut verstanden haben. Sowas schweißt ja auch irgendwo ein bisschen zusammen, und auch meine Schwester hat viel abgelehnt, was meine Mutter gemacht hat. Hat auch zwischendurch, ist die auch ausgezogen gewesen da. Da gab es auch viele andere Faktoren, aber da weiß ich nicht alles, was passiert ist. Da habe ich ja nicht viel mitgekriegt. Und dann ist es so gewesen, dass sie. Also dann so gewesen, dass sie beim. Mit ihrer Freundin wohin gezogen ist. Und auch mit der da zusammen gearbeitet hat und keine Ahnung. Habe ich vorhin noch vergessen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ja, der ein oder andere von euch wird es wissen, dass ich diesen Leak eigentlich schon mal gemacht hatte. Aber ich muss euch ehrlich sagen, mir hat der nicht gefallen. Und deswegen habe ich ihn wieder runter, bevor ihn irgendjemand erwischt oder sieht. Da war es allerdings schon zu spät. Der ein oder andere hat ihn schon gesehen. Vielleicht habt ihr es wieder vergessen, was ich hoffe, denn das hier wird besser. Und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass die einen Typen kennengelernt hat, glaube ich sogar übers Internet, mit dem sie sich eigentlich nur ein bisschen vergnügen wollte, laut ihrer eigenen Aussage, was ja in Ordnung ist. Der Typ war echt in Ordnung. Und ja, mit dem ist sie dann zusammengekommen, ist dann irgendwann schwanger geworden, dann wollten sie auch irgendwann heiraten. Ja, jetzt kommt die Pointe. Meine Schwester hat mir ja monatelang nicht davon gesagt, dass sie schwanger ist. Das habe ich dann erst erfahren, wie sie schon wirklich sichtbar schwanger war. Und auch nur durch Zufall, weil die irgendwas abholen wollten bei mir und deswegen vorbeikommen mussten. Und so habe ich es dann überhaupt erst mal erfahren. Ich habe erst gedacht, die hat zugenommen, weil es ein bisschen komisch aussah. Und habe sie noch aufgezogen. Hey, bekommt da nicht gut, dass du in einer Beziehung bist? Was? Schau mal an. Da meint sie, ja, wieso? Ich bin schwanger. Und ich so, warte mal, was? Du bist schwanger? Woher soll ich das denn wissen? Ach so, ja, stimmt, habe ich dir ja noch gar nicht erzählt. Naja, es ist ja nicht so schlimm. Es ist mir lieber, wenn du es nicht weißt, wegen den Hatern. Das Ganze ging dann noch ein bisschen weiter. Und zwar hat sie mir nicht gesagt und auch nicht sagen wollen, hat sich geweigert, mir zu sagen, wann der. Wann sie das Kind kriegt. Im Jahr 2016 hatte ich keinen Strom, hatte keine Möglichkeiten, was zu machen. Meine Schwester und ihr Freund wollten eigentlich das Haus und Grundstück kaufen und. Hat sich aber dann auch alles irgendwie erledigt.
Und sie haben mir halt nicht gesagt, wann sie das Kind kriegen. Ja, am Ende ist es dann auch so gewesen, dass ich es erfahren habe. Jetzt hat er wieder das, während der Satz beginnt, vergessen, wie er ihn beenden wollte. Wie er es schon so oft macht. Merkt ihr auch in dem Video, was ich mit Ali heute gemacht habe, was ich später noch rausballern werde? Und zwar am Tag, mal am Tag der Geburt meiner Nichte. Weißt du, wie ich es erfahren habe? Nee. Ich habe auf Twitter Nachrichten bekommen in Massen. Teilweise sogar Nachrichten auf mein Handy direkt. Herzlichen Glückwunsch, Fettlord, du hast jetzt eine Nichte. Na, Onkel Drechenlart und lauter solche Sprüche. Die Hater wussten vor mir, dass ich eine Nichte habe. Und zwar noch am Tag der Geburt meiner Nichte. Aber das ist, was ich immer sag. Warum? Lass doch die restliche Familie einfach in Ruhe. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Damit kann ich mich nicht identifizieren, gar nicht. Ich kümmere mich um Reini. Ab und zu auch die, die ihn verteidigen. Hin und wieder habt ihr ja auch schon auf meinem Kanal gesehen, das möchte ich gar nicht leugnen, kann ich auch nicht leugnen, mache ich auch gerne. Aber um die Familie, nee. Nein. Einfach nein. Mein damaliger bester Freund und ich hatten uns gestritten, ein paar Wochen zuvor, wegen irgendwas. Ich wollte hinfahren, habe mich bei ihm entschuldigen wollen, habe mich versucht, das Ganze mit ihm wieder einzurenken, weil es halt der Kumpel ist, der mir halt wichtig ist und bla. Und es hat erst mal so ausgesehen, als könnten wir das auch. Bis dann eine riesige Bombe gedroppt hat. Er hat auch gewusst, dass meine Schwester ein Kind gekriegt hat. Weißt du, Reini, die Sache ist die, dass man den Unterschied an einer Frau, ob sie jetzt zugenommen hat oder schwanger ist, eigentlich sieht. Aber daran sieht man einfach wieder, dass du gar keine Erfahrung hast. Und weißt du, wie er das erfahren hat? Er hat meine Schwester angerufen. Sie hat es ihm gesagt. Und er ist ins Krankenhaus gefahren am Tag der Geburt. Und was hat er nicht gemacht? Mich angerufen oder mich gefragt, ob ich mit will, obwohl er ganz genau wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt weder ein Auto noch eine andere Möglichkeit hatte, dahin zu kommen. Ja, ich verstehe. Tja, dass das jetzt aus für die Beziehung und Freundschaft zwischen uns war, brauche ich nicht erwähnen, glaube ich, oder? Naja, ist schon ein großer Vertrauensbruch, so, ne? Ja, der Witz ist, dass ich ihn ursprünglich für einen meiner allerbesten und wichtigsten Freunde gehalten habe. Reini, das ist so allem mit das, was du anfasst. Durch den Code Midas, den auch du selbst heraufbeschworen hast. Ich sage ja immer wieder gerne, dieser Mann saß in einem Bannkreis und hat sämtliche Dämonen heraufgerufen. Wie in dem Weihnachtsvideo, was Struwelrainer gemacht hat. Grüße gehen raus. Auch da. Genauso in der Art stelle ich mir das vor. Und dann heult er rum, dass die nicht mehr gehen. Das Geile ist, er hat es noch nicht einmal begriffen. Er hat es noch nicht einmal begriffen, dass mir das extrem weh getan hat. Ich habe damit mit ihm gebrochen und habe ihn seitdem nur noch ein einziges Mal gesehen und das auch nur undeutlich, weil er im Laden in der Rewe hinter mir stand. Und als ich mich umgedreht habe, habe ich genau gesehen, dass er es ist. Er ist aber in dem Moment, als er mich gesehen hat, in einen anderen Gang abgebogen, obwohl ich. Das ist nur ein ganz kleiner Teil meines Lebens. Mein ganzes Leben ist so verlaufen. Mein ganzes Leben ist so verlaufen, Alter. Von 30 Jahren, 32 Jahren, die ich jetzt nun fast schon auf dieser Erde wandle, habe ich eine Handvoll Tage gehabt, in denen ich glücklich war, in denen ich mir um nichts Sorgen machen musste. Und das nur an die ich mich. Das hat sich jetzt, meine lieben Freunde, das hat sich jetzt angehört, wie wenn er
hier Herr der Ringe kurz vorher geguckt habe, wo Gandalf im zweiten Teil war das, glaube ich, oder im dritten sogar, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo er so an seinem Pferd steht und sagt, seit 10.000 Jahren wandle ich hier jetzt nun auf dieser Erde und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Der hat Herr der Ringe vorher angeguckt. Ich erinnere. Ich muss sagen, es sind 18 Jahre, in denen ich Hate und Mobbing ausgesetzt war. 10 Jahre Schule, 8 Jahre Hater. Und dazu kommt dann noch, dass ich mich an die ersten 5 bis 7 Jahre meines Lebens nicht erinnere, weil zu klein, zu jung, zu lange her. So, wie viel bleibt dann übrig? 18 minus 7. Wie ihr merkt, ist hier der Gesprächspartner Demon hier im höchsten Maße angestrengt und mit dem Kopf bei der Sache. 18 plus 7, meine ich. 25. Ja, 5 Jahre. 5 Jahre meines Lebens. Das ist gar nichts. Davon waren, und natürlich waren auch nicht davon alle Jahre glücklich. Naja, im Prinzip musst du noch 3 Jahre nämlich abziehen von den 5, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es gibt nämlich die sogenannten 3 Höllenjahre, so nenne ich die immer. Ja, das hattest du mal erzählt. Ja. Auch, dass das ist so. Unternehmen insolvent gegangen ist und so. Ja, das ist so gewesen. Als ich endlich, ich wurde fest übernommen in eine Firma. Hab mich total gefreut, hab mir gedacht, ja Mann, ich schaff's, ich krieg endlich die Kurve. Im ersten Jahr ist meine Oma gestorben, die ich über alles geliebt habe. Im zweiten Jahr mein Vater und im dritten Jahr ging die Firma pleite. Und ich stand wieder auf der Straße. Ah, scheiße. Ja, da muss ich jetzt sagen, das sind natürlich Schicksalsschläge. Ja? Da brauchen wir nicht drüber reden, meine lieben Freunde. Nur es ist so, dass das absolut jeden betrifft. Jeder muss damit fertig werden und andere Menschen können dafür nichts. Dass ich da das alles auf andere Menschen abwälze, das eigene Pech, das ist nicht gut. Das hat niemand anders verdient. Es gibt auch Menschen, auch wenn sie mal ein bisschen strenger mit einem reden, heißt es noch lange nicht, dass sie es schlecht mit einem meinen. Musste ich feststellen über viele Jahre. Das heißt, du musst von diesen 5 Jahren... Und es gibt Momente, da wirst du mit solchen Menschen dann nicht mehr reden können. Dann sind sie weg. Auf die eine oder andere Weise. Und das ist schade. Eines schönen Tages, wenn Reini an seinem Totenbett, an seinem eigenen Totenbett liegt, oder in seinem eigenen Totenbett liegt, und es steht niemand neben ihm, befürchte ich, würde es bereuen. Leider erst dann. Vorher wohl nicht. Noch 3 abziehen, dann bleiben 2 übrig. Als mein Vater starb, ja, etwa eine Woche später, saß ich mit meiner Mutter über Unterlagen zusammen, die wir für die Beerdigung alles brauchten. Es war nur ich und meine Mutter, waren in der Küche. Der ganze Tisch war voll mit irgendwelchem Zeug. Und da war nur eine kleine Ecke, wo dann die ganzen Papiere waren. Ich habe zu dem Zeitpunkt kaum Zeit im Haus verbracht. Ich war eigentlich immer draußen. Deswegen weiß ich nicht mehr, was da alles lag. Ich weiß nur, dass das alles voll war. Und ich bin dann... Ich war halt einfach da über den Unterlagen gesessen, hab das gelesen und keine Ahnung. Und dann meinte meine Mutter halt so, hat ihre Sachen zur Seite gelegt, hat mich angeschaut, ganz tief in die Augen und meinte, du sag mal Rainer, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt an 9 hätte? Ich habe darüber kurz nachgedacht und habe ihr dann ehrlich gesagt, natürlich wusste ich schon, was Sache ist, pass auf. Du kannst dir einen neuen suchen. Das geht mich absolut nichts an. Dein Leben ist nicht mein Leben und dein Leben geht mich nichts an. Wie du dein Leben führst, musst du selbst wissen. Ich bin zu dem Zeitpunkt schon alt genug gewesen, erwachsen genug. Du warst nie erwachsen genug, denn du hast dich nie dazugelernt, weil du dich immer zu Hause versteckt hast. Und daher lernt man da natürlich auch nichts.
Und ja, dann wird man eben leider so, wie du geworden bist. Meiner Schwester stand ich auch auf beiden Beinen, weil ich damals, wie gesagt, eben noch normal gearbeitet. Du standest nie auf beiden Beinen. Habe. Es war ja, wie gesagt, eine Woche oder zwei, nachdem mein Vater gestorben ist. Damals war ich noch der festen Überzeugung, dass mein Job sicher ist, vorerst zumindest. Ja. Also habe ich erst einmal keine Sorgen gehabt in der Hinsicht. Tja, was für ein Fehler. Ich habe ihr dann offen und ehrlich gesagt, pass auf, du kannst dir ruhig einen neuen suchen, das ist überhaupt kein Problem. Aber lass mir und vor allem der Ramona Zeit. Lass uns ein paar Monate Zeit, vielleicht ein paar Jahre. Such dir jetzt halt direkt einen neuen, auch wenn ich schon wusste, was, ne, das habe ich halt nicht dazu gesagt. Ja. Hab gesagt, mir ist scheißegal, was. Das ist, wisst ihr, eigentlich ist es völlig egal. Und ich finde auch, das hat ihm völlig egal zu sein, weil was will er machen? Er hat es doch eh nicht unter Kontrolle. Die gute Frau kann machen, was sie mag. Sie ist nicht verpflichtet, ihm Rechenschaft abzulegen. Was soll denn das hier, Reini? Du machst, aber ich will davon nichts mitbekommen und ich bin der Meinung, dass auch die Ramona es nicht mitbekommen sollte. Punkt. Tja. Im selben Atemzug, wo ich aufgehört habe zu reden, fängt sie an zu reden und sagt: Naja, das freut mich. Übrigens kommt der Alex, sein Vater, am Wochenende zum Essen. Ich sag so: Ja. Und was geht mich das an? Naja, ich möchte, dass du da bist, wenn er da ist, damit du den mal kennenlernst. Ich habe Alter. dazu nichts gesagt. Ich habe dazu nichts gesagt. Ich bin aufgestanden, habe das Zimmer verlassen. Das war irgendwie ja Donnerstag oder so. Am Sonntag war er da. Ich bin aufgestanden. Hab gegessen, natürlich alles in meiner Garage, ne? Hatte einen eigenen Kühlschrank, hatte so eine kleine Mikrowelle, hab dann mir einfach was Fertiggericht gemacht, hab ein bisschen was gegessen, ein bisschen was frühstückt, hab ein bisschen Fernsehen geschaut. So, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich ins Auto gesetzt, noch bevor der überhaupt da war, und bin zu meinem Patenonkel gefahren. Mein Patenonkel war zu Hause, war total überrascht, mich zu sehen, hat ein bisschen was rumgebastelt und gewerkelt, keine Ahnung. Wuseln und werkeln im Hause Winkler. Oder war es Samstag? Könnte auch ein Samstag gewesen sein. Jedenfalls war es dann so, er hat irgendwie rumgebastelt und gewerkelt und hab mir einfach dazu gesetzt und hat einfach gemeint, ja, hier, halt mal da, mach mal da. Der hat sich, war zwar verwundert, mich zu sehen, hat aber nicht wirklich, ist nicht wirklich drauf eingegangen. Man muss dazu sagen, Gefühle war noch nie so ein bisschen sein Ding, aber wir haben uns dann halt. Deine auch nicht. Rainer, deine erst recht nicht. Du hast keine Ahnung, wie Gefühle funktionieren. Du hast nur die absolute Triebsteuerung. Mehr ist es nicht. Du hast keine Ahnung, wie Gefühle funktionieren. Hör auf, dir sowas einzureden. Super miteinander verstanden. Und wir haben uns, Zeit meines Lebens, haben wir uns nur zweimal gestritten. Das eine war in der Zeit, wo mein Vater krank war, und das eine Mal war dann ein paar Jahre später. Und wir waren dann zusammengesessen, haben dann da ein bisschen an die Autos rumgebastelt und so weiter, und es war cool. Später am Abend sind wir dann reingegangen und haben dann ein wenig am Computer gebastelt. Dann irgendwann ist seine Frau gekommen, meine Patin. Und normalerweise hat sie sich immer aufgeregt, wenn wir am PC gesessen waren. So, ja, es muss alles, das hat jetzt am PC rumhockt, was macht ihr da? Und dann haben wir halt Musik gehört. Ja, dann haben wir Musik gehört, haben Musik, hat er mir dann auf der CD gebrannt und und. Und ja, sie hat dann gesagt, ah, cool und so, ne? Ach, sowas hörst du? Und hat sich ein bisschen damit unterhalten. Und er so, ja, und haben wir uns total freundlich unterhalten und alles. Und ich kam mit meiner Patin nicht so besonders gut klar. Und dann ist sie in die Küche verschwunden, hat. Genau. Du kamst mit ihr nicht gut klar. So sieht's aus. Wahrscheinlich kam sie mit dir nicht klar. Wie auch. Ne? Er lässt andere nicht mit sich klarkommen. Das funktioniert einfach nicht. Das wissen wir selber alle.
da wenigstens in den Haushalt gemacht. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und ich habe mir dann aber schon gedacht, jetzt wird es wahrscheinlich bald Essen geben. Und ich bin, das hört sich vielleicht komisch an, aber ich mag es nicht, bei anderen Leuten zu essen. Auch nicht bei meiner Verwandtschaft. Und ich habe immer, immer, egal ob ich bei meinem Onkel, bei meiner Tante oder bei meinem Paten oder sonst jemand. Ja, weil du keine Tischmanieren hast. Das merkt man ja häufig, wenn man ihn beim Essen sieht. Da hat Anja auch mal so ein Video gemacht, wenn ihr euch erinnert, wo er sich das Riesenei hinten in die Binde kippt. Oder der Döner war das, glaube ich, auch. Und dabei immer diese Augenbrauen nach oben zieht. Ey, das ist so widerlich. Und kann mir einer sagen, was er will, aber aber das macht er auch, wenn er bei Verwandtschaft oder sonst irgendwo anders ist. Da macht das sowieso auch. Aus der Familie war oder auch generell bei anderen Leuten, auch bei meinen Kumpels. Außer wenn wir jetzt bei meinem Kumpel einen Videoabend gemacht haben, weil da haben wir in seinem Zimmer gegessen. Ich habe immer versucht, mich von Filmen, ich habe mich immer versucht, von solchen Sachen dünne zu machen und mich zu verdrücken. Nachdem er dann, und ich habe mir gehofft, ich habe so gesagt: Ja, bitte mach die CD fertig, ich will abhauen. Habe ich nicht gesagt, sondern habe so ein bisschen, ne? Und habe dann gesagt, nee, weißt du was, ich glaube, die CD passt schon so, ne? Hat gesagt, ja, stimmt, die ist ziemlich voll. Hat sie gebrannt. Und dann gesagt, so, ich werde jetzt gleich gehen. Und dann sagt er so, nee, wieso ist er zu gehen? Jetzt wird gegessen. Und ich so, nee, passt schon. In dem Moment kommt seine Frau rein, so, oh, wir sind gleich fertig, Essen ist gleich fertig, wie weit seid ihr? Ja, wir sind gerade fertig, ich mache jetzt noch die, tu noch die CD raus und dann sind wir fertig, dann kommen wir vor. Und ich so, nee, nee, ich muss haben und so, ne? Ich wollte zwar eigentlich absolut nicht gehen, hatte absolut kein Interesse. Ich habe auch mit ihm ein bisschen drüber gesprochen zu dem Zeitpunkt, mit meiner Mutter und so, was sie gesagt hat und alles. Und auch, dass der heute da ist. Dann hat er auch verstanden, warum ich da bin. Das hatten wir halt alles während des ganzen Gesprächs und das Zocken und das Arbeiten und das keine Ahnung gemacht. Und hat gesagt, nee, du bleibst jetzt da, du isst jetzt mit uns. Weißt du, was er genau gesagt hat? Meine Mutter hat ja schon seit Jahren kaum noch was Warmes gemacht, ne? Wenn ich was Warmes essen wollte, musste ich selber kochen. Und das wusste meine Patin. Ja. Hey, ganz offen, du warst in einem Alter, mach dir selber was Warmes zu essen, das muss ich auch. Mir macht keiner irgendwie warmes Essen. Warum auch? Muss auch keiner. Würde ich niemals von irgendwem verlangen. Höchstens mal drum bitten. Die hat gesagt, du bleibst jetzt da und isst was mit uns, dann kriegst du wenigstens auch mal was Warmes zu essen. Und ich so voll in Kloß im Hals und so. Also gut, wenn ihr das so sagt, wenn ihr das so wollt, dann machen wir das so. Ist in Ordnung. Da waren wir zusammen geguckt, haben uns unterhalten und geredet und ich weiß nicht, was noch alles. Und dann haben wir, keine Ahnung, da waren wir irgendwie wirklich 2 Stunden oder was zusammengesessen. Da war dann schon. Keine Ahnung, da war dann schon 7., 8. abends, wo ich dann gedacht habe, kein Risiko, ne? Ich kann langsam nach Hause. Haben uns dann verabschiedet und so, alles noch schön herzlich und so. Haben gesagt, ja, ich kann jederzeit wieder kommen, so wie üblich halt. Wenn was ist und so, soll ich anrufen. Alles klar, und dann bin ich halt gefahren. Und ich habe mir Zeit gelassen. Bis ich dann daheim war, war fast 8. Und da ja Sonntag war und ich in 2 Stunden auf Arbeit musste, habe ich mir gedacht, okay, ne, jetzt fährst du heim. Haust noch die Portion Wäsche in die Waschmaschine und so weiter. Ja. Und dann bin ich heimgefahren und da. Reini und eine Wäsche in die Wäsche. Das ist so utopisch, ja, schon wieder. Ihr habt selber gesehen, wie lange er jetzt aktuell diesen grauen Hoodie trägt. Du fragst dich, eigentlich muss das Ding stehen vor Dreck und Schweiß. Das muss er, wenn er es auszieht, hinstellen können. Auf dem Boden, zack, steht. Stand der LKW in der Garage, im Hof. Also Sattelschlepper, ne? Also nur ohne. Und gestern im Stremene, Leute, diese Frisur, diese 70er-Frisur mit Gesicht rasiert und dem T-Shirt, wo er auch, oh Gott. Leute, das sieht man so richtig, dass die Schwerkraft zugeschlagen hat.
härter denn je. Boah. Ohne Anhang halt. Ja, das ungefähr war meine Reaktion. Bin dann, hab mein Auto vor meiner Garage hingestellt, bin ausgestiegen und bin direkt in meine Garage. Bin gerade ins Haus rein. Die Haustür, alles war offen, war ja Sommer. Und ich habe schon Gelächter und Geschrei und keine Ahnung gehört. Bin dann in meine Garage rein, Licht angemacht, Klamotten zusammengesucht, so Arbeitsklamotten und was weiß ich alles, alles in den Korb geschmissen. Ich weiß nicht mehr, was ich gewollt habe. Irgendwas zu trinken, irgendwas zu essen, irgendwas habe ich gebraucht und ich musste dafür in die Küche. Also bin ich in die Küche gegangen. Ja. Weißt du, wo der Wichser saß? Boah, nee. Das, jetzt sind wir an der Stelle. Leute, das ist... Oh nein. Auf dem Platz von meinem Vater. Der Platz, der eigentlich rein theoretisch gesehen an Hierarchie mein Platz wäre, nachdem mein Vater nicht mehr da ist. Hierarchie. Allein für den Spruch könnte ich ihm wirklich direkt, wie würde Hank sagen, mir juckt die Hand. So fühle ich mich auch gerade. Hierarchie. Weil er der Mann ist. Und ganz offen, ich weiß nicht, wie es die Mullen oder Frauen bei mir hier denken. Aber würdet ihr, das geht jetzt mal wirklich die Frage an die Frauen hier bei mir, die bei mir zugucken. Würdet ihr diesen Menschen als Mann sehen? Und also ich sag's so, dieser Mensch ist eine Schande für mein Geschlecht. Und auf dem Sitz, der saß auf dem Stuhl von meinem Vater, an dem Platz von meinem Vater. Ja. Der Alex und meine Schwester saßen hinten an der Bank, aber wir haben das Eckbank gehabt damals, und da saßen die und ich, und er saß auf dem Platz von meinem Vater. Und meine Mutter, die seit Jahren so gut wie gar nicht mehr gekocht hat, hat richtig schön Essen aufgefahren. Richtig einen Kuchen gebacken und, Essen gekocht und ich weiß gar nicht, was noch alles. Kuchen gebacken, glaube ich, hat sie nicht, aber ist ja auch egal. Hat auf jeden Fall richtig Essen gemacht. So. Und ich habe die null beachtet. Niemanden von denen. Ich bin reingegangen, ich habe nur das kurz gesehen. Vermutlich so typische Szene, wo sich meine Augen verengen. Wie ich den Gesetzen gesehen habe. Bin dann an den Kühlschrank gegangen und habe irgendwas rausgeholt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Vielleicht habe ich mir auch noch einen kleinen Snack geholt oder irgendwas. Oder es könnte sein, dass ich da einen einen Kinderriegel oder irgendwas habe ich da mal reingegangen. Pinguin? Hm? Ein Wassertier? Hm? Junge. Kann man sich nicht mehr ausdenken. Ich krieg dir die Tür nicht mehr zu. Dieser liegt es. Ah, nee. Matti, bleib ruhig. Ganz ruhig. Weil ich keinen Platz in meinem Kühlschrank hatte. Irgendwas war da auf jeden Fall. Und dann, ich habe die, wie gesagt, nicht beachtet. Hab kein Hallo gesagt, kein Guten Morgen, kein Guten Nacht, gar nichts. Als ich das Zimmer wieder verlassen wollte. Meine Mutter war am Herd gestanden, hat da rumgewerkelt, hat dann gerade das Essen hingestellt auf dem Tisch. Die waren alle gesessen, waren alle zu faul zum Helfen, was weiß ich. Und dann sagt so meine Mutter, ja, komm Rainer, setz dich hin, Essen gibt's. Hab ich gesagt, nee, ich will nichts essen, ich hab schon beim Board gegessen. Also, Board habe ich früher immer gesagt. Oder? Board, für jeden, der es jetzt nicht versteht. Pate, Patenonkel und so weiter. Borden. Und... Nee, ich will nichts essen. Ja. Ich hab schon mein Brot gegessen. So. Mein Bruder hat mir was gegessen, gemacht. Meistens jeweils die Geschwisterteile der Eltern, die diesen Platz einnehmen. Alles klar, gut. Das war das Einzige. Ja. Da hat auch noch der irgendwas gesagt, aber ich habe null reagiert, bin weitergelaufen. Der hat ja überhaupt nicht das Recht, irgendwie das Wort an mich zu richten. Ja. Gut, das ist auch, da muss ich ihm auch recht geben. Das Recht hat er nicht. Dennoch finde ich, kann man es akzeptieren. Ich bin dann raus. Aber auch das muss man nicht. Ne? Wie ihr wisst, ich bin Fan der freien Welt. Von daher, in der Hinsicht bin ich fein.
bin ich fein mit ihm, in der Hinsicht. Auch wenn es mir weh tut, ausgerechnet in diesem League muss ich ihm zustimmen, ich kotze. Die Wäsche habe ich in dem Moment schon vergessen. Oder habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht, nur die Wäsche später machen, was weiß ich. Jedenfalls setze ich mich dann so hin, habe noch ein bisschen was gezockt, so eine Stunde oder was. Dann ist mir die Wäsche wieder eingefallen, back die Wäsche, laufe mit dem Wäschekorb über den Hof. Ich weiß nicht mehr, wie lange das war, auf jeden Fall so eine Stunde oder anderthalb Stunden später. Und zu dem Zeitpunkt waren die fertig mit Essen und er und sein Sohn kommen raus und wollen gehen. Und ich laufe halt so über den Hof und muss dann in die Waschküche, das ist unterm Balkon. Und hab dann da die Wäsche reingetragen. Und hab mir. Und dann sagt der auf dem Weg dahin: Tschüss zu mir. Ich hab nicht reagiert. Stell meine Wäsche ab und stell fest: Fuck, ich hab meine schwarze Wäsche. Ich hab für so schwarze Wäsche damals so ein spezielles Waschmittel gehabt. So flüssig. Flüssigwaschmittel für schwarze Wäsche, Special Waschmittel. Ja, ja, komm, hör mir doch auf. Waschmittel von Spee. Damit die Wäsche halt schwarz bleibt. Na, kennst du, denke ich. Du bist auch so ein Waschmittel von Spee. Hör mir. Auch. Dann habe ich vergessen. Also, nochmal zurück über den Hof. Und die haben sich in der Zwischenzeit unterhalten. Und während ich dann nochmal. Und während ich dann zurück in meine Garage gehe. Jetzt schon seine Garage, hä? Jetzt schon. Rita ist noch da. Es ist jetzt schon seine Garage. Sagt die Mutter so, dann sagt er nochmal Tschüss zu mir. Ich reagiere wieder nicht. Meine Mutter scheint irgendwie angepisst zu sein, deswegen. Wahrscheinlich wollte sie zeigen, dass ich gute Manieren habe, was weiß ich. Und ja, genau, das ist auch nämlich der Fall. Er wirft aber anderen immer gleich vor, dass sie schlechte Manieren haben. Das ist doch nicht zu glauben. Junge, hör mir bloß auf. Und anscheinend hat sein Sohn auch irgendwas über mich erzählt. Jedenfalls bin ich dann hergegangen, hab meinen. Prinzipiell steckt da bei jedem, was irgendwer erzählt, mehr Wahrheit drin, als das, was du laberst. Waschmittel vom Regal genommen, musste ich im Prinzip bloß die Tür aufmachen und zur Seite gehen, war direkt auf dem Kühlschrank gestanden, war direkt neben der Tischstange. Ich hätte das Waschmittel genommen und dir direkt. Dich damit eingeseift. Und, rausgenommen und ins Haus gegangen. Nicht ins Haus, wieder zurück in die Waschküche. Da sagt meine Mutter so, Rainer, der Jürgen hat Tschüss gesagt zu dir. Und ich habe gesagt, das ist mir scheißegal, was der blöde Wichser zu mir sagt. Das habe ich wortwörtlich so gesagt. Und bin weitergelaufen. Bin gar nicht stehen geblieben, habe auch gar nicht geschrien und gar nichts. Hab bloß gesagt, ist mir scheißegal, was der blöde Wichser zu mir sagt. So, dass ich angepisst war, weil der auf dem Platz von meinem Vater saß und so weiter und das Essen von meinem Vater isst und was weiß ich alles, das hat die absolut null interessiert und hat absolut keiner von denen verstanden. Da war ich wirklich auf verloren, passt. Meine Schwester hat es nicht verstanden, wobei ich glaube, meine Schwester konnte es minimal nachvollziehen. Der Alex hat es nicht verstanden, meine Mutter hat es nicht verstanden und der Bado schon scheint erst recht nicht. Und jetzt pass auf. Mein Vater, eine Woche tot, ja? Meine Mutter hat die Nacht, in der mein Vater gestorben ist, bei diesem Wichser verbracht. Und die haben wer weiß was getrieben. Dann hockt er auf dem Platz von meinem Vater, maßt sich an, mich auch Anne noch ansprechen zu können. Ich bin damals halt, merkst schon, ich bin damals ein bisschen esoterisch gewesen. Und meine Wut ist fast. Aber nur damals war er esoterisch, heute nicht mehr. Bis ins Unermessliche gestiegen. Ach so, warte mal, ich habe was vergessen. Nachdem ich in der Küche war, war ich noch bei meiner Tante, weil ich angefressen war, dass der auf dem Platz von meinem Vater saß. Da war ich dann noch bei meiner Tante für eine Stunde und habe mit der dann noch einen Kaffee getrunken oder einen Cappuccino. Genau, so war es nämlich, weil meine Tante in dem Kirchen gewohnt hat damals. Die wohnt mittlerweile auch woanders. Und dann bin ich heimgekommen, dann habe ich die Wäsche gemacht. So war das nämlich. Wie auch anders. In so einem kleinen Dorf wie Emskirchen, Leute, ist es ja meistens so, wenn sich irgendeine Lebensveränderung bei dir eintritt, vor allem der Job. Der Ort ist so klein, meine liebe Freunde, der ist so klein. Wenn sich da was ändert, musst du dir zwangsweise einen neuen Job suchen und umziehen, weil es da einfach nichts gibt. Also was willst du machen? Dann gehst du halt. Ja, spielt aber auch keine Rolle gerade. Jedenfalls
Nicht, dass das Dorfleben ein schlechtes, unschönes Leben ist. Das will ich damit nicht sagen. Ich bin selber auf einem Dorf groß geworden. Und würde ein Dorfleben jedem Stadtleben vorziehen. Jetzt kommt nämlich die Pointe. Es hat einen Super-GAU ausgelöst, dass ich das gesagt habe. Weil der Typ, warum auch immer, hat sich eingebildet, Autorität ausstrahlen zu müssen und zu meinen, dass er mir irgendwas erklären kann, irgendwas erzählen kann, was ich sage, was ich mache. Und hat dann gemeint, jetzt pass mal auf, du unverschämter Pisser, so ungefähr hat er sich ausgedrückt. Und da hat wirklich auch so Ausdrücke verwendet. Vielleicht solltest du deiner Mutter mal ein wenig mehr Höflichkeit entgegenbringen und ein wenig mehr Respekt entgegenbringen. Entgegenbringer. Ich meiner Mutter Respekt entgegenbringe, nachdem meine Mutter so eine Scheiße abgezogen hat. Sorry. Ich habe mich rumgedreht im Türrahmen und ich bin ja echt groß, ne? Ich hab, bin mit Ja, über 1,90. Über 1,90 ist der Mann groß. Ein Riese. Die 1,90 Größe, die er hat, betrifft zwar mehr den Bauchumfang, aber wollen wir natürlich hier nicht so laut raussprechen. Ja? Behalten wir schön für uns, ja? Bitte. Kopf fast am Türrahmen oben angestoßen und habe gesagt, Respekt muss man sich verdienen. Das ausgerechnet von ihm, der im Respektvideo, das habe ich bei mir auch drin. Habe ich bei mir. Das Video habe ich auch gemacht. Arnie hat es auch gemacht. Der Respekt einfach so einfordert. Weil er schon 10 Jahre dieses Mobbing aushält. Und dann geht der ab und mault mich zusammen und schreit mich an. Und ich habe ja echt Du hast angreifen und Scheiße bauen vergessen. das Organ, ne? Ich habe das ganze Dorf zusammengeschrien, dass der bloßes Maul halten soll, dass der schauer soll, dass er sich verpisst, dass ich die Schnauze so voll habe, dass sie sich hier absolut null breit zu machen haben und. Ich weiß nicht, was ich dem alles an den Kopf geworfen habe. Und der Alex, wenn er auch sonst nichts ist, ist jemand, der kühlen Kopf bewahrt. Wenn er halt gerade besoffen ist. Und der ist dann hergegangen und hat seinen Vater zurückgehalten und hat gesagt, pass auf, ne? Ogdenei, mir vorn. Vielleicht konnte der Alex irgendwo auch doch nachvollziehen, dass ich angepisst war, was weiß ich. Am Ende war es dann. Vielleicht dachte er sich aber auch nur, wir machen uns an dem nicht die Finger schmutzig. So, dass meine Mutter sich dafür zu Tode geschämt hat. Allerdings über mein Verhalten, nicht über seins. Und ich so angefressen war, dass ich mich ins Auto gesetzt habe und abgehauen bin. Ich bin abgehauen und habe mich irgendwo am Straßenrand in mein Auto gesetzt und habe im Auto gepennt. Banal, wie ich damals war, dachte ich, dass meine Mutter sich Sorgen machen würde, wenn ich nicht nach Hause kommen würde. Das ist aber gar. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit Mona, als er selber vorbeleidigt, ich bin so beleidigt, ich verstecke mich jetzt im Ranger und sie hat mir gefälligst nachzulaufen, weil ich beleidigt und verletzt bin. So kommt mir das hier auch vor. So kann auch nur Reini denken. Es tut mir leid, ich kenne niemand anderen, der ähnlich denkt, kenne ich nicht. Habt ihr so jemanden bei euch in der Familie oder Freundeskreis, der so denkt? Oh, mein Partner, Partnerin hat mich jetzt verletzt. Ich gehe jetzt beleidigt und sie hat mir oder er gefälligst hinterherzulaufen. Da muss ich schon ein echtes, richtiges Ego-Defizit haben, damit ich so denke. Gar nicht feststellt, als ich nämlich dann um Mitternacht irgendwann doch nach Hause gekommen bin. Ja, weil sie selber nicht da ist. Soweit habe ich nicht gedacht. Das habe ich dann erst im Nachhinein erfahren, als ich eben dann heimgekommen bin um 12 für 1. Ja, das war im Prinzip das Ende vom Lied. Ein paar Jahre später hat meine Mutter dann mal was bei mir abgeholt. Und der Wichser hat mir eine aufs Maul gehauen.
Und es sind noch viele solche Sachen passiert. Ist jetzt nicht die feine Englische, aber ich, so wie ich Reini kenne, hat das natürlich wieder herausgefordert. Das ist so typisch. Die Sache ist, dass damals der Alex gemeint hat, wenn ich mich nicht zurückhalte, er mitmacht. Und ich habe mir damals gedacht, Junge, mach mit. Ihr mögt vielleicht zu zweit sein und der Alex hat echt Gewalt. Aber wenn ich in meiner puren Raserei bin, ich heiße nicht umsonst Drache als Spitzname. Ja, auch schon vor YouTube. Drache ist nicht umsonst mein Spitzname. Boah, jetzt kann er wieder 10 Leute gleichzeitig umhauen von 100. Ach komm, hör mir doch auf. Mach es. Zeig mir, wie stark du bist. Ich schwöre euch, ich reiß euch beiden den Arsch auf. Diese Drohungen, dieser Pazifistenlord mit seinen Drohungen und seinem... Ach. Wenn ich darüber bloß nachdenke, kriege ich schon wieder eine immense Wut. Hast du eingeschlafen oder was? War meine Geschichte einschläfernd. Finde ich nicht. Bei der Geschichte kann ich vieles. Außer schlafen. Alles? Das ist echt ein Gepennt. Ach, Mann. Hallo? Ja, meine lieben Freunde, das war's. Ende Gelände. Wir sind durch. Ich hab meinen League wieder. Ja. Auch wenn es anstrengend ist. Auch wenn es für mich anstrengend ist. Aber ich habe ihn wieder. Meine lieben Freunde. Danke, dass ihr da wart. Dass ihr zugeschaut habt. Vor allem hier. Dieses Ding sollte ich einrahmen. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht oder auch einen schönen restlichen Tag, je nachdem, wann ihr es jetzt guckt. Ich bin froh, dass ich hier sein darf. Ich sage nochmal Ruhe in Frieden, lieber Maxel. Und euer Mitty sagt ansonsten bis zum nächsten Mal und Medal of Honor.